Und der Typ ist aus Siegfried der Jahrhundert auch. Und einer in der Liste steht der. Der ist aus Siegfried der Jahrhundert. Hier diese goldene Pagode ist jetzt aus dem 17. Jahrhundert. Das sind 24 Gebete vom Buddha. Um den Bodhibaum. Das ist der Weg ins Nirvana. Alles Klöster. Jede Pagode ist ein Kloster. Vor der Linse. Im Regenfall kommt das Wasser zu hoch. Ja. Etwas wackelig, die Brücke, wie man sieht. Hält leider nicht um, Bernhard. Geschafft. Kein Gelände mehr. Die losen Lappen sind alle vorbei. Oh.
Was die jetzt? Weiß ich auch nicht, ich wollte reinspringen. Ulla wollte reinspringen? Ulla, warum willst du reinspringen? Der kann nicht tief sein. Ein Meter. Der See ist ein Meter tief. Höchstens. Hat sie gesagt. Hat zu erklärt. Die Wald hat den Herzinfarkt gekriegt. Hat sich noch an den Einbaum in Nepal erinnert? Ja, ja, ich weiß. Deswegen sagte ich ja, lass sie lieber hier. Das ergibt keinen, wirklich keinen richtigen Sinn. She's an onion! Jetzt musst du dich andersrum drehen. Nee, da gibt es Körper. Ja, was denn du jetzt? Hat aber der filmt dich die ganze Zeit schon. Ach so, ja, das macht nichts. Das ist nur äußerst. Ich halte hier still für ein Foto. Ja. Kannst du lange drauf stillhalten. Ja. Ah! Seite. Ja. Nun ist gut. Später. Was ist später? Später machen wir noch ein Foto von euch. Ja, ist klar. Wir machen aber noch ein Bild von dir, wie du dich fast wieder im Bad legst. Beim Aussteigen, bis ich anderen in den Dreck lege. Ja, so wie vorhin Ulla, ne? Wieso, ist dir nicht gefallen? Ja, aber fast. Aber nah dran. Daneben ist auch vorbei. Alles nur rein äußerlich. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Jetzt müssen wir ja wieder durch. Einfach nach vorne gucken. Alles dokumentiert? Ja, natürlich. Herr Muxi, der muss doch Geschäft machen, gib Gas da. Wie gut, hat ich immer noch aufnehmen. Ja, das ist ganz schön. Ja, er ja, müde, auf her. Ich weiß das. Jetzt sind wir schon in Bagan und besichtigen hier unsere erste Pagode, die Damayatsika-Pagode. Ah, meu, meu, meu.
Dies ist das Tempelfeld. 2700, ich glaube 13 Pagoden findet man hier auf diesem Feld. Innerhalb von, ich glaube, 200 Jahren wurden diese Pagoden von mehreren Königen und Spendern errichtet. Mehr oder minder gut erhalten. Wie man sieht, sind diese Pagoden alle aus Backstein. Und jedes Dorf musste dann immer Backsteine bringen, damit alle Könige ihre Pagoden bauen konnten. Die im Vordergrund stehende Pagode gehört zu unserer Tempelanlage. Alles andere sind neue Pagoden. Oder Stupas. Stadt über den Markt. Wie immer recht abenteuerlich. Ja,
Okay. Soll ich dir ein bisschen über den Gemüsemarkt erzählen, den du jetzt gerade vor dir siehst? Da gehen wir jetzt unser Mittagessen kaufen. Oh ja. Leckerchen. Lecker Grünzeug. Bis 12 Uhr haben wir Zeit. Oh Lea, oh Lea. Hey, hey. Ja, ja Mama. Lila. Blumenkohl. Kürbisse, Zwiebeln. Grünzeug. Tomaten. Klebereis, schon fertig. Die Gemüse. Hier, das ist alles getrockneter Fisch. Hallo, hallo. Mit Art und Weise zubereitet. Geschnittene Mangos, Roman-Mangos, geschnittene Einzelgänge. Chili-Pulver. Ja. Und schon zu erkennen, das war Chili-Pulver. Chili-Pulver, ja. Und was sonstiges Curry-Zeug? Was hier aussieht wie Lehm, das ist Fischpaste. Und da wird Suppe draus gemacht, das essen die sehr viel. Sieht irgendwie lecker aus. Ein Beutel Fischpaste. Das sind Teeblätter, eine Spezialität von hier. Abgepackt. Hier verschiedene Zigarrensorten, die hier gedreht werden, hergestellt werden und geraucht werden, massenweise. Zu rechts wie zu links, alles haben wir. Mami, wo ist der Konzert? Mami, ich will das nicht mehr. Hier sitzt der Metzger schon hinter Gittern. Wir besichtigen jetzt die Schwesigu-Pagode. Diese Pagode ist ein Prototyp aller Pagoden. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
これじゃこれには。これも整髪だな。書いてないけど。整髪だから。理髪やからね。それもこれもこれね。フィッサンのフィーダーコバグダに似てるから。それも整髪。整髪だから。髪や。髪2本。あとは、シュサンドパヤ。フィーダーコ。どこや。フィーダーコバグダの。バカのバカだもんだから、あの制圧、日本語ね、日本語を受けてたと思います。はいはい、これが、ね、Hier in diesem Gebetstempel kann man Szenen aus dem Leben von Buddha sehen. Daneben ist mit langen Haaren der Göttin der Erde. Sie hilft, sie hat den Buddha, die Feinde kämpft. Sie wuscht die Haare, wuscht sich die Haare und das Wasser von den Haaren, viel Wasser kommt. Und alle die jungen Tiere sind in diese Auf jeder Seite dieser Säule steht der gleiche Text, nur in anderer Sprache. In Mon-Sprache, in Pali, in Kui und in Myanmar-Sprache. Ja, das ist.
Vorne ist die Königsfamilie, in der Mitte der König, der Prinz und ganz links seine Frau. Dahinter sitzen Minister und Dienerinnen. Das Ganze wurde vom König gestiftet. Jetzt sind wir in dem Guliaoji-Tempel mit diesen wunderschönen Malereien. Ihr Hase, da unten ist der Affen und Hund. Heimlich, ne? In dieser Stupa soll sich ein Zahn von Buddha befinden. Er wurde vorher zerstört, aber der Zahn war noch drin und die Statue, der Stupa wurde neu aufgebaut. Wir befinden uns hier übrigens in der Lor Kananda Pagode aus dem 11. Jahrhundert. Die hat mehr Angst vor uns, als wir vor ihr. Eindeutig. Ich hab sie. Schön für dich. Ich hol sie mir jetzt. Jetzt ist sie schön. Jetzt ist sie in der ersten Phase. Jetzt kommt sie wieder da rüber und dann fällt sie wieder runter und fängt wieder von unten an. Ich bin genau da runter, als ihr vorbei wart. Na, komm mal weg, bevor die dich beißt. Immer, wenn die jetzt beißt, dann ist es eh zu spät. Jetzt will ich das beißen können. Ja! Der Kessel kommt zur Seite. Jetzt wieder runterkommen. Das war Geld für Reisopfer. Pass auf, da möchte einer. Ja.
Das ist der Mondkönig und seine Frau, der Mondkönig, der diesen Tempel gestiftet hat und die drei großen Buddha-Statuen. Nee, schwatz da. Nee, das darf man hier nicht. Das ist keine Zeit für. Das ist ein Tempel. Man kann ihn rein. Ein Tempel, man kann ihn rein. Ja. Und die Statue in der kleinen Nische da oben auch. Aber sie ist schon zerfallen, wieder renoviert. Mit der Handmalerei. Ja, das ist die gleiche Stiftung, ja. Hier sind insgesamt 900 Nischen mit Buddha-Statuen. Da unten ist die glazierte Tafel. Glazierte Ziegel. Ja, die sind die Yusakastumara, der Gegner von Buddha und seine. Wir sind immer noch im Ananda-Tempel und hier kann man einen Buddha sehen. Wie man sieht, von Weitem hat er ein lächelndes Gesicht und wenn man näher kommt, wird das Gesicht immer ernster. Wenn man direkt davor steht, dann hat man einen ganz ernsten Buddha. Wird man jetzt sehen, wenn man darauf achtet. Jetzt sind wir auf der Shwesandor-Pagode und wir gucken uns nochmal die vielen kleinen Tempel und Pagoden in der Gegend von Bagan an, diesmal so zum Sonnenuntergang. Und dann ist es so, dass wir hier
Essen. Ich glaube, der... Jetzt gibt es gleich zum Abendessen Marionettentheater. Nicht Wasserhahn aufdrehen und Wasser kommt und vor allen Dingen nicht warmes Wasser kommt. Ist doch alles etwas mühselig. Irgendwann die Straße überlegen. Das ist nur noch Willen. Wir besichtigen jetzt gleich ein typisches Dorf in Myanmar. Da sieht man zum Beispiel jetzt, wie Erdnüsse getrocknet werden. Da wird dann hinterher unter anderem auch Speiseöl draus gemacht. Lan
So, jetzt können wir zugucken, wie eine Zigarre gedreht wird. Handgedreht. Die liegt heute noch bei uns im Wohnzimmer. Zucker Palma, ne? Knospe. Und diese Zucker Palma. Geschnittene Stange. Ein bisschen Sapa drinnen. So, die Rolle ist jetzt rein, ne? Zigarren. Das ist ja dann drittig.
zum neuen Ring? Hat er dir zugefangen, ja, ja. Dann geht das besser an. Genau. Ja. Was die alle alte Frauen? Nein, dem Schlafen, das ist der große Stuhl. Und das war, ach, deshalb? Ja. Aber die Mücken, da sind sie im Auffang gefangen. Die können ruhig stechen, das tut ja nicht viel. Ach, das hat sehr gut. Aber der war so, so. Ja, alles erledigt. Bei dem Schlafen. Sie werden nicht krank davon. Nicht krank. Nee. Das müssen die Mücken aber nicht. Hier wird Futter für die Kuh geschnitten. Futter. Das ist für Futter. Kuhfutter. Kuhfutter. Mais, ne? Und das Hirse, ne? Jetzt sind wir am Paya-Tontempel. Der hat auch wieder sehr schöne Wandmalereien. Immer beide zusammen. Ja, beide zusammen. Ja. Die mythische Vogel, ne? Sie sind mythische Vogel. Ich habe gesehen schon den Körper. Dies ist jetzt der Tempel Taiyoke Phyai. Der hat besonders schönen Stuck am Eingang, wie man jetzt sehen kann. Die Wandmalereien sind hier leider etwas blass, aber der Tempel ist auch schon aus dem 13. Jahrhundert. Mm-hmm.
Hier sind wir jetzt in einem Kloster. Hier in den Höhlen meditieren die Mönche. Dies ist ein Meditationsbett. Auch hier kann man das Meditationsbett erkennen. Wir sind hier in ziemlichen unterirdisch, in Höhlen drin ein bisschen. Da werden für die Mönche Pfannkuchen gebraten. Die gibt es gleich zum Mittagessen. Dies ist der Tempel Thilo Menlo. Der ist zweistöckig und wurde 1218 von einem König gestiftet. Dieser Tempel heißt Damayanji und das ist der größte noch erhaltene Tempel aus dem 12. Jahrhundert. Wir besuchen jetzt als nächstes eine Lackfabrik. Da kann man so einiges über die Herstellung der Gefäße und Tabletts und lauter schöne Sachen sehen.
Alles, ja, nackt gewaschen, alles normale schwarze Farbe. Diese schwarze wird goldene Farbe, diese gelbe Farbe wird diese schwarze Farbe, Lackfarbe. Ja. Ja, alles Goldflächen, schon geklebt. Ja, nach den Waschen. Dies ist nun der Tat Binyu-Tempel. Das ist der höchste Tempel in der Umgebung. Der ist 66 Meter hoch und auch aus dem 12. Jahrhundert. In diesem Tempel kann man einen sehr starken hinduistischen Einfluss erkennen. Hier sind sehr viele Hindu-Figuren dargestellt. Jetzt besichtigen wir den Mahabodhi-Tempel. Der ist aus dem Jahr 1215 und eine Nachbildung eines indischen Tempels. Thank you.
hat aber schöne Blumen in der Hand. Q, A, B, mhm. Go, D, A, W, Do, P, A, L, I, N. Godo, Bele, ne? Mhm. Bele heißt Thron. Mhm. Godo heißt zu verehren. Mhm. Thron. Da hat mir so gerade buchstabiert, wie dieser Tempel heißt. Godo Pauline, Verehrungsthron-Tempel. Da wird jemand gewaschen. So geht das in Myanmar. Und jetzt kommt Sonnenuntergang am Fluss. Sonnenuntergang Nummer, ich weiß nicht wie viel. Wir sitzen jetzt hier in einem Freilichtrestaurant und warten auf unser Abendessen, haben die Aussicht auf den Fluss und gleich wird noch eine Vorführung für uns gestartet. Diese kleine Schlanke. Ja. Ja, und so grün angezogen. Mit den Tätowierungen? Ja, genau. Ja, 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 ja. Ach so, die da kommt jetzt erstmal auf dem Tablett unser Abendessen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Mount Popa und unterwegs machen wir Halt und sehen zu, wie Palmsaft geerntet und gleich auch verarbeitet wird. Thank you.
Langsam müssen wir auf den Mount Papa gleich. Gut, da haben wir Rücklampe für jedes Bein einen Leiber. Hufe habe ich gesehen. Guck mal, die Vorderhufe, die hat die Zehen so weit auseinander stehen. Ja, doch nur zwei, ne? Nee, guck, jetzt sind ja zwei Hufe da. Hier wird der Saft jetzt gekocht. Ja, und was dann daraus gemacht wird, ist unterschiedlich. Unter anderem auch Schnaps. So 50% hat der Schnaps, wenn er fertig ist. Ja, ich hab das da vorne gesehen. Der hatte da Flasche stehen. Ja. Und die kleinen Gläser. Ja, Brandy. Der gärt. Das gärt. Ja. Mhm. Wenn die Tiere hier vorbeikommen, die sind dann. Ja. Nicht so ein Kreuz im Nacken im Bild gehabt. Ich bin ja lernfähig. Also, ja, so lange dafür. Eine Flasche ist dabei voll. Den müssen wir. So, ja. Alle Bakterien. Ist er sich jetzt wieder dahin? Ja. So, hier sieht man unser eigentliches Tagesziel, den Mount Popa. Hier in diesem Schrein sind insgesamt 37 Geisterfiguren. Schutzgeister sind dieses alles. Der ist der Schutzgeist. Wovon eigentlich? Richtig, vom Alkohol. Dieser Schutzgeist könnte sein. Richtig, Fußballweltmeisterschaft.
Also, wir steigen jetzt die Treppen zum Kloster rauf. Ja, und hier kann man sich dann sein Mittagessen kaufen, bisschen Stärkung für unterwegs. Jetzt sind wir auf der Fahrt zu den Pindaya-Höhlen. Hier sieht man gerade, wie Bauern Reis schlagen. Hier haben wir dann mal kurz Halt gemacht, um das zu sehen. Ja, Reis, ne? Kuha und Wasserpuppe, Kutsche. Reste. Nein. Hier das weiter rechts ist die nächste Höhle. Wie gesagt, von hier unten. So, hier sind wir jetzt am Eingang der Höhlen. Da gehen wir jetzt gleich rein. Und in diesen Höhlen sind über 8000 Buddha-Figuren, wird man dann gleich sehen. Was ist der Prinz? Ah ja. Wir sind in der Menge. Das sind jetzt aber mal an der Menge. Ja.
So, jetzt sind wir in den Höhlen und wie man sieht, ohne Ende Buddhas. Jeder, der will, kann hier eine Buddha-Figur aufstellen. Jede Person, jede Familie. Hunderte von Buddhas. Buddhas und kein Ende. Tun wir ja auch. Wir sind doch noch jung, wir haben Gönnwarten. Ja, Bernhard? Mhm. Gold beklebt. Holz. Wir sind 1440. 1440 Coins. Buddhas. Alles Buddhas. 360 kleine Holzbuddhas. Jede Seite, vier Seiten. Dies ist unser Wasserbungalow auf dem See. Auf dem Inle-See. Da sieht man mich. Ja. Sollen wir mal da hinten gerade durchgehen? Das kleine Gebäude ist die Rezeption, das große Gebäude ist Restaurant, ja, direkter Eingang von diesem Bootsteg aus, der hier vorne liegt. Da landen die Boote und dann geht man da hoch. Hier kann man noch mal ein paar Wasserbungalows sehen.
abgelegen, Gäste gerade ab. Die haben hier gegessen. Steinkatz in ihr Boot. Jetzt wird der Motor angekurbelt. Und es wird sehr laut. Wir sind etwa in diesem Bereich, so ungefähr in der untersten Hälfte dieses Bereiches sind wir. In Lese.
So, und jetzt sind wir nach unserer Rundreise durch Myanmar in Thailand angekommen. Wir sind jetzt auf der Insel Koh Samui und wollen da noch so 10 Tage Badeurlaub machen. Was ist zu warm? Kommst du wieder zurück? Hier haben wir mit Jörg einen Ausflug gemacht zum Schnorcheln und sind jetzt auf einer anderen kleinen Insel. Da gibt es dann gleich irgendwie gegrillten Fisch und ein paar Früchte und so. Und dann geht's nochmal raus zum Schnorcheln.